Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kommt, unterhalten wir uns. Ja, also wir haben das letzte Mal angefangen zu verkaufen. Unseren Sammelkram zu verkaufen, was eigentlich sehr, sehr gut ist. Abgesehen von der einen Blume, die uns noch fehlt. Das können wir ja dann beim nächsten Mal machen. Dann machen wir nur die hier. Und Blumen sammeln nicht, die haben wir ja noch nicht, aber da müsste ja noch ein, auf jeden Fall, ich glaube, das waren die, ne? Benug war die. Maschinenrohstoffe, ja, mal gucken, machen wir mal. Ah, du bist, was ich nicht bin. Stark, mutig, aktiv. Komm, reden wir. Nö, wir haben schon geredet, beim letzten Mal. So, was hat der Gute hier? Dunkle Absauberkiste. Hier mal gucken. Metallblock. Wüstenglas. Aha. Dafür braucht man die Dinger. Aha. Was ist in den Kisten drin? Das werden wir dann gleich sehen. Guck mal hier. Wusste Kiste gehört. Nehmen wir doch die auf jeden Fall mit. Donnerkieferlinse. Steinbrecherlinse. Wir haben keine Steinbrecherlinse? Ach ne, den haben wir noch nicht gemacht. Das sind ja diese Maulwürfe da, ne? Das ist eine Behemoth-Linse. Den haben wir da. Gestrandete Figur. Gestrandete Linse. Ja, noch nicht. Okay. Müssen wir auch mal gucken, was da so drin ist. Kisten. Ungewöhnlich. Metallgefäße. Teilscherben. Blauglanz Spezial. Ich weiß nicht, was das für ein wofür der Blauglanz sein soll, aber okay. Da. Geschäfte mit Händler. Ist kostbarer blau gefärbter Kristall bei Händlern begehrt. Aha. Aha, aha. Wieso bilden sich hier oben diese Kristalle? Blauglanz ist eine seltene und wertvolle Ressource. Tausche es bei speziellen Händlern gegen extra starke Waffen und Rüstung. Leute, Leute. So. Das ist dieser Händler. Das war für jetzt für die. Okay. Blume und. Wir können ja mal zu denen. Hier haben wir auch noch einen. Verschiedene Sammelobjekte und Artefakte. Okay. Wir laufen mal die vier Händler noch mal ab. Jetzt haben wir da auch noch eine Quest hier. Na gut, die Händler laufen ja nicht weg. Wir laufen jetzt erstmal zur Quest, weil ich will nicht, dass die Quest wieder verschwinde. Das wäre natürlich ganz, ganz blöd. Ich würde gern mal einen mit Erin trinken. Endlich mal ein Mann, der weiß, wie man das Leben genießt. Okay, mal gucken, wo der ist, der gute Mann. Ist er nicht, der ist ja drinne. Okay, dann ist er vielleicht wegen der Loge, ist er da drinne. Dann machen wir doch die Jägerloge jetzt. Das ist ja nicht schlimm. Also läuft ja jetzt nicht unbedingt weg. Geht mal weg hier. Der ist nicht hier, aber der ist dann. Für den Zutritt zur Loge musst du in den drei Jagdgebieten drei Halbsonnen gewinnen. Meinst du die hier? Also dann. Herzlichen Glückwunsch und willkommen. Unsere Mitglieder ernten Belohnungen, Abenteuer und Ruhm. Bin ich jetzt Mitglied? Nein, du bist nur ein Küken. Neumitglieder nennt man Drosseln. Mhm. Um eine Drossel zu werden, muss ein älteres Mitglied, ein Habicht, für dich bürgen. Ich brauche also einen Habicht. Ja, aber ein Habicht kann immer nur für einen Jäger bürgen. Und die meisten sind bereits vergeben. Natürlich. Ich werde das schon schaffen. Wo fange ich an? Oben. Stell dich Sonnenhabicht Assis vor, unserem Anführer, der dich einem Habicht vorschlägt. Ich hoffe, das ist es wert. Wie meinst du das? Wirst du sehen. Oh, das ist schön. Ich bin froh, dass ich angehalten habe. Bei der Sonne. Das Edikt von König Avat zeigt Wirkung. Es steht eine Nora vor mir und auch noch eine Frau. Hast du Abzeichen für mich? Ach so. Was machst du damit?
Aus den Jagdgebieten? Ja. Oh, stimmt. Du bist neu. Wir haben ganz viele. Welches Edikt? König Awad hat bestimmt, dass die Jägerloge jeden aufnehmen muss. Mann, Frau, Fremde, egal von welchem Stamm. Ersa, Hauptmann der Garde, kam her und überbrachte die Nachricht selbst. Da hast du was verpasst. Es war herrlich. Aber ich dachte, man würde ganz einfach sagen, dass Frauen und Fremde sich nicht qualifizieren. Doch du bist hier. Bist du Mitglied? Ich? Nein. Haja ermutigen ihre Töchter nicht gerade dazu, Maschinen zu jagen. Aber die Veränderungen in Meridian sind gut für mich. Ich glaube, die Osseram wissen nicht, wie man mit Kaja handelt. Mein letzter Boss hätte nicht mal einer Biene Blumen verkauft. Er war zu einfach gearbeitet, wie sie sagen. Dieser Job ist viel besser. Ich glaube, ich kann bald meinen eigenen Laden aufmachen. Sehr schön. Was mache ich mit den Abzeichen? Gewinnst du bei allen Jagdgebietprüfungen das gleiche Abzeichen, yep, gebe ich dir eine Waffe der Jägerloge. Zeig mir deine Abzeichen und wir sehen nach, ob du für eine der Spezialwaffen qualifiziert bist. Ich glaube, ich habe genug. Was jetzt? Du bringst mir alle Abzeichen auf einmal. Damit wirst du viele Jäger neidisch machen. Bam, bam. Obwohl es nicht schwer ist. Du bekommst von mir eine Logensprengschleuder, einen Logenseilwerfer und den Logenkriegsbogen. Herzlichen Glückwunsch. Du bist eine Meisterjägerin. Ich habe nur noch Zuspruch für dich. Die sonst aber Leute. Wollen wir uns mal angucken. Aha. Wie viel, was, achso, es wurde noch abgeschlossen. Wir gucken uns mal das an. So. Kaja. Meinte sie nicht was von Jäger? Oder sind das die Jägerwaffen und ich habe sie einfach schon alle gekauft? Das kann natürlich auch sein. Nee. Da. Sammle alle Belohnungen. Aber jetzt müssen wir doch die Waffen theoretisch. Nö. Das hat sich nicht geändert. Oder sind sie in den Kisten drin? Wir gucken mal. Haben wir jetzt hier noch Kisten bekommen? Ups. Kiste. Sprengel 12 von 15. 13 von 15. 14 von 15. Und dann fehlt noch der eine, die eine Waffe, die wir noch nicht haben. Die ich noch holen muss. So, ich will jetzt einmal. Inventar. Oh, jetzt haben wir nicht die drinne. Oh, guck mal. Wie nice ist das denn? Die sind schön stark. Oh, die sehen cool aus. So, Seilwerfer. Den können wir doch. Natürlich gerade. Das ist der Jäger. Boah, Mann. Den kriegst du. Ich muss mal kurz gucken. Das ist der Jägerbogen. Ne, den brauche ich. Wie ist denn der Bogen mit den. Da habe ich den aktuell nicht aktiv. Was ist das? Was ist da? Hier, der. Der ist das. Der ist aktuell nicht aktiv. Der Kaja Kriegsbogen. Aber guck mal, der ist doch viel geiler. Viel geiler, Leute. So, den Seilwerfer machen wir natürlich raus. Den Seilwerfer haben wir auch gerade angelegt und die Sprengschleuder haben auch nicht aktiv, aber wissen wir Bescheid. Was wir natürlich noch machen können, wir können den noch mit Modifikation ausstatten. Modi. So, was haben wir denn hier so? Wir haben ein bisschen Eiskräftestärke. Der hat aber schon mal Blitz ziemlich. Oh, okay, aber Eis finde ich eigentlich ganz cool. 13, 12, 41, der hat 44. Nehmen wir den auf jeden Fall rein. Ups. Noch mehr Eis. Wir können auf jeden Fall einmal noch 43, 38, den noch mit rein machen. Wir machen von allen einen rein, finde ich. Das ist eine gute Sache.
44, machen wir den auch noch rein. Das ist doch eine gute Sache. So, Seilwerfer ist eigentlich auch ganz cool. Hier ist Abriss. Abriss ist immer eine gute Sache. Na noch. Das ist... Ne. So, der Rassler, den benutze ich ja eigentlich gar nicht. Aber hier, der hat den hier. Warum will man den nicht bekommen? Den kriegt er natürlich noch eine Handhabe. Hat er noch... Ne, Eis hat er nicht. Den kriegt er noch eine Hand. Coolio. Oh, guck mal, da ist noch ein... Oh. Was haben wir denn hier? Gescannte Glyphen, Verordnung der Jägerloge, Abschnitt 1, Präambel. Was ist richtig ausgesprochen? Ich weiß es gar nicht. 1.1. Die Jagd ist die edelste Beschäftigung im Sonnenreich, abgesehen von der des Sonnenkönigs und seinen Sonnenpriestern. Die Jagd bedeutet Stärke. Die Jagd bedeutet Ehre. Die Jagd bedeutet Schutz. Die Jagd bedeutet Überleben. 1.2. Was ist die Jagd, wenn nicht ein Wettstreit? Was ist ein Wettstreit ohne Ansehen, Ehre und Sieg? 1.3. Die Loge verleiht der Jagd Regeln und Wissen, sodass alle wissen, wer siegreich war. 1.4. Daher ist die Loge mehr als nur ihre Mitglieder oder ihr Haus in Meridian. Sie ist der Geist der Jagd, ein Kodex, der geehrt und eine Wertvorstellung, nach der gelebt werden soll. 1.5. Nur diejenigen edlen Blutes können auch edle Wertvorstellungen verkörpern. Daher dürfen nur reinblütige Kaja-Männer die Loge ehren und ihr Haus betreten. 1.6. Auf Anordnung des stahlenen Avat, 14. Sonnenkönig der Kaja, ist Verordnung 5 aus Abschnitt 1 hiermit aufgehoben. Abschnitt 2. Mitgliedschaft. 2.1. Zutritt zur Loge erhalten nur Jäger, die über mindestens 3 Halbsonnen verfügen, welche ehrenvoll im Jagdgebiet gewonnen wurde. Siehe Abschnitt 5 unten. 2.2. Es gibt 2 Mitgliedsklassen, Habicht Senior und Drossel Junior. 2.3. Der Rang der Drossel kann nur durch die Bürgschaft eines Habichts erlangt werden. Jeder Habicht kann nur für eine Drossel bürgen. 2.4. Es kann nur 7 Habichte geben. Eine Drossel kann nur durch den Tod ihres Bürgen zum Habicht werden. 2.5. Der Habicht, der die Jägerbeute erlegt, wird zum Sonnenhabicht und führt die Loge an. 2.6. Falls Uneinigkeit über die Qualität der Beute herrscht, wird der Habicht Sonnenhabicht, der seine Beute zuerst erlegt hat. 2.7. Nur reinblütige Kaja-Männer können Drossel, Habicht oder Sonnenhabicht werden. Auf Anordnung des steinigen Avat, 14. Sonnenkönig der Kaja, ist Verordnung 7 aus Abschnitt 2 hiermit aufgehoben. Abschnitt 3. Jagdb-Weise. Die erfolgreichsten Jagden sind oftmals ohne Zeugen, daher muss eine Trophäe aufbewahrt werden. Eine Trophäe muss dem Sonnenhabicht als Beweis einer erfolgreichen Jagd überbracht werden. Eine Trophäe muss unbeschädigt sein und von einer kürzlich stattgefundenen Jagd stammen. Der Sonnenhabicht hat die endgültige Entscheidungsgewalt über den Wert einer Trophäe. Nur reinblütige Kaja-Männer dürfen den Sonnenhabicht eine Trophäe überbringen. Auf Anordnung des steilen Avat 14, Sonnenkönig der Kaja, ist Verordnung 5 aus Abschnitt 3 hiermit aufgehoben. Abschnitt 4. Für Schutz und Überleben. Eine Jagd um der Jagd willen ist edel, eine Jagd in Diensten anderer steht unter den Segen der Sonne. Auf Anordnung müssen Habichte und Drosseln jede ihnen zumutbare Jagd übernehmen, wenn sie den Schutz der Bevölkerung des Sonnenreiches dient. Der Sonnenhabicht hat die alleinige Verhandlungsgewalt über jegliche Prämien oder Belohnungen, die mit einer Jagd der Logenmitglieder im Interesse des Sonnenreichs verbunden sind.
4.4. Jeglicher Profit aus einer Jagd der Logenmitglieder im Interesse des Sonnenreichs wird unter Direktion des Sonnenhabichts unter den sieben Habichten aufgeteilt. 4.5. Nur reinblütige Kaja-Männer dürfen sich auf eine Jagd im Namen der Loge begeben, sei es zum Schutze des Sonnenreichs oder aus einem anderen Grund. 4.6. Auf Anordnung des strahlenden Awad 14. Sonnenkönig der Kaja, die ist Verordnung 5 aus Abschnitt 4 hiermit aufgehoben. Abschnitt 5. Jagdgebiete. Zum Zwecke der Ausbildung und Rekrutierung der besten und größten Jäger stellt die Loge Jagdgebiete zur Verfügung und unterhält diese. 5.2. Jedes Jagdgebiet soll nach Absprache mit dem Sonnenhabicht durch 3 von seinen Hütern gestalteten Prüfungen ein anderes Fähigkeitsspektrum testen. 5.3. Es gibt 3 Belohnungen für jede Prüfung, aufsteigend gemäß des Leistungsgrades: Halbsonne, Vollsonne, Glutsonne. 5.4. Jäger, die sich durch das Gewinnen der erforderlichen Anzahl von Sonnen bewiesen haben, haben in der Loge eventuell Anspruch auf Spezialausrüstung nach Ermessen des Sonnenhabichts. 5.5. Die Loge stellt Mittel für den Bau und die Wartung aller Prüfungen und Anlagen in den Jagdgebieten zur Verfügung. 5.6. Die Loge erhält jegliche Gewinne, die aus dem Verkauf von Teilen, Munition und Ausrüstung aus allen Jagdgebieten hervorgehen. 5.7. Jeglicher Profit aus den Jagdgebieten wird unter Direktion des Sonnenhabichts unter den sieben Habichten aufgeteilt. 5.8. Hüter werden ausschließlich von Sonnenhabicht ausgewählt und bleiben 7 Jahre im Amt. 5.9. Nur reinblütige Kaja-Männer können zum Hüter ernannt werden. 5.10. Auf Anordnung des strahlenden Awad 14. Sonnenkönig der Kaja ist Verordnung 9 aus Abschnitt 5 hiermit aufgehoben. Gut, das wissen, wussten wir jetzt schon alles, außer jetzt, dass man reinblütig sein sollte, aber das wurde ja aufgehoben. Dementsprechend, ist der das? Ja, jetzt ist das Ding weg. Ja, aber gut. Ja, ich dachte, dass ich da erst hingehe, wenn ich halt wirklich alles habe. Das war für mich so, ja, einfach logisch. Es geht gleich weiter. Endlich kann ich mal kurz die Beine ausruhen. Mein Boss sagt, er hat letzte Woche wieder eine Karawane an. So, ja. Aber eigentlich wollte ich mit dem wichtigen Telefonat gerade telefonieren und dann gingen sie nicht mehr ran. Dementsprechend, ja, habe ich gesagt, gut, dann nehme ich jetzt noch eine Folge auf und dann musst du halt warten. Das nennt man dann Schicksal. So, was haben wir denn hier? Noch ein. Gescannte Glyphen. Der Bericht über Rutschlund, aufgezeichnet durch das Wissbegier... über den wissbegierigen Jan Dinimann, ansässiger Historiker der Jägerloge. Es ist weiterhin bekannt, dass Fakten im Laufe der Zeit zu Dichtungen werden, wenn sie als Erinnerung verblassen und selbst neue Fakten überdauern nur kurz unter den Gerüchten und Legenden des Südens. Dies trifft besonders im Falle von Rotschlund zu, dem schrecklichsten aller Donnerkiefer, eine Maschine, die nur als legendär bezeichnet werden kann. Wenige, die ihn erblickten, überlebten dies und noch weniger darunter kann man trauen, ihren Geschichten nicht auszuschmücken. Gleichwohl ist hier mein Bestreben, all die Untaten, die der Bestie zugeschrieben werden, wahrheitsgemäß aufzuzeichnen und ebenso all die Expeditionen, die diese Untaten ein für alle Mal zu beenden suchten. Keine von ihnen war erfolgreich. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes streut der Schrecken des Südens noch immer frei herum. Vielleicht mit ein paar Narben, doch noch genauso tödlich wie an dem Tag, an dem die Sonne zum ersten Mal auf seinen gepanzerten Körper schien. Zu Beginn des Frühlings des 18. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Jiran wurde ein Anwesen nahe der Fluthände zerstört. 9 Leichen wurden geborgen, 8 durchlöchert von Kanonen, eine vollkommen zerquetscht. Keine Zeugen überlebten. Guten Morgen. Obwohl es nie bewiesen wurde, wird gemeinhin vermutet, dass dies Rotschlunds erster Angriff war.
Im späten Frühling des 18. Jahres, der Herrscher des Sonnenkönigs Jiran, begab sich eine Expedition aus Fehljägern von Sonnenfels aus auf die Jagd nach der Maschine oder den Maschinen, die für die Zerstörung des Anwesens verantwortlich waren. Keiner kehrte zurück. Ihre Leichen wurden später im Süden gefunden. 3 in die Luft gesprengt, 1 zertrampelt. Nie bewiesen, doch Rutschlund zugeschrieben. Im frühen Sommer des 18. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Jiran begab sich eine Expedition aus 6 Söldnern von Meridian aus auf die Jagd nach der Maschine oder den Maschinen, die für die obergeschriebenen Verluste verantwortlich waren. Einer kehrte zurück, die Rippen zerquetscht, der Schlüsselbein gebrochen. Er sprach von einem Donnerkiefer, der mit einem einzigen Biss einen Menschen zweiteilen konnte. Dies ist die erste bestätigte Sichtung der legendären Maschine, durch die sie auch ihren Namen erhielt. Im Spätsommer des 18. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Jiran begab sich eine achtköpfige Expedition von Meridian aus auf die Jagd nach Rotschlund. Keiner kehrte zurück. 6 Leichen wurden in der Nähe des Schwarzschwingen Stumpf gefunden. 1 in die Luft gesprengt, 3 zertrampelt, 2 ausgeweidet, 1 erstickt an der eigenen Zunge, offenbar ausgelöst durch einen Krampf in Todesangst. Im Herbst 18. Jahres seiner Herrschaft befahl Sonnenkönig Jiran der Jägerloge eine Expedition in den Süden auszusenden, um Rotschlund aufzuspüren. Nach mehreren logistischen Verzögern zogen im Winter 3 Habichte und 3 Drosseln aus. Nur 2 kehrten zurück und berichteten vom Tod der anderen. 2 in die Luft gesprengt, 1 zertrampelt, 1 enthauptet. Die Überlebenden wurden ihrer Feigheit geopfert. 1 von einem Sägezahn zerrissen, der andere vom Falken aufgespießt. Nach diesem Rückschlag wurden die Mitglieder der Loge vorsichtig. Und nur die stolzesten Habichte zogen überhaupt in Betracht, sich auf die Jagd nach dem legendären Donnerkiefer zu begeben. Anwärter für die Loge jedoch, töricht in ihren Ehrgeiz, beteiligten sich breitwillig an weiteren Jagden. Im Sommer des 19. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Jiran wurde das Interesse an Rutschlund durch die Vernichtung einer Karawane südlich der Spornfelsen, 3 in die Luft gesprengt, 2 zertrampelt, 1 verbrannt, neu entfacht. 3 Expeditionen mit insgesamt 15 Söldnern verfolgten die Maschine, doch es gab nur 3 Überlebenden. 9 in die Luft gesprengt, 3 zertrampelt, 2 aufgeweidet, 1 verflüssigt schon nicht. Das ist so bescheuert. Oh. Zu Beginn des Frühlings des 20. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Jiran begab sich eine Kohorte aus 12, habe ich das auch, Kohorte aus 12 Soldaten, die von einer Regenfänge zum Flammen reiste, auf die Fährte der Bestie. Nur 1 überlebte, 1 in die Luft gesprengt, 1 zertrampelt, 10 zerquetscht, 1 als ihre eilige Flucht eine Lawine auslöste. In späterem Frühling des 20. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Jiran begab sich 3 Kohorte mit insgesamt 34 Mann auf die Suche nach Rutschlund. Leider wurden sie von Pirscher überfallen und nur 4 überleben. 24 erschossen, 6 gesprengt. Verständlicherweise setzte dieser Vorfall der Jagd auf Rutschlund für einige Zeit ein Ende. Im Sommer des 1. Jahres der Herrschaft Sonnenkönigs Awad wurde eine Gruppe von 6 Osaram-Händlern von der Bestie angegriffen. 1 in die Luft gesprengt, 3 zertrampelt, 1 in eine Schlucht geworfen. Der einzige Überlebende ersuchte Hauptmann Ersa darum, die Garde auf den Monster anzusetzen, doch sein Wunsch wurde ihm verwehrt. In Folge wurde jedoch 3 zusätzlichen Expeditionen als Söldner und Logenanwärter ausgesandt. Herbst 7 Mann, 2 in die Luft gesprengt, 3 zertrampelt, 1 fiel in seinen eigenen Speer, 1 Überlebender. Winter 9 Mann, 3 in die Luft gesprengt, 2 zertrampelt, 2 erfroren, 2 Überlebende. Frühling 11 Mann, 5 in die Luft gesprengt, 1 zertrampelt, 3 wählten den Rückzug über den Rand einer Klippe, 2 Überlebende. Die letzten überlieferte Sichtung von Rutschlund gab es im Frühling des 3. Jahres der Herrschaft von Sonnenkönigs Awad. Takas habe ich der Loge erhielt Nachricht von einer Sichtung nahe Donnerkopf und brach auf, um sich der Bestie selbst zu stellen. Seine Drossel Talana erreichte den Kampfschauplatz zu spät, gerade als Takas seine Verletzung erlag, mehrere Stichwunden. Talana bezeugte, dass sich Rutschlund in den Wald zurückzog und sie den Speer ihres Mentors sehen konnte, der in seiner Haut steckte. Oh. Eine Menge ersteckt und erstochen und so weiter. So, ich glaube, der gute Mann will mit uns reden. Guten Tag. Entschuldige uns.
Ah, die Maschinenreiterin gibt sich die Ehre. Du bist eine Nora. Eine Kämpferin der Wildlande. Des Heiligen Lands. Und ja, ich habe immer viel gekämpft. Sag mir, spazieren die Nora oft in anderer Leute Häuser und tun, was ihnen gefällt? Nö, aber ich. Natürlich nicht. Aber genau das machst du. Jetzt ja. Gerade. Ja. Verpestest die Loge. Ey. Belästigst Vorgesetzte. Du bist mir nicht vorgesetzt. Ligan sagt, ich muss zu dir, um Mitglied zu werden. Das wäre wahr, wenn du jemals eine Chance hättest, Mitglied zu werden. Du bist eine Wilde. Bin ich nicht. Und solange ich Sonnenhabicht in der Loge bin, werden hier keine Wilden aufgenommen. Verschwinde. Nein. Mir wurde gesagt, dass hier Regeln gelten. Wenn sie nichts wert sind, ist sogar deine Position bedeutungslos. Also sag mir einfach nur, ist ein Habicht frei, der für mich bürgen kann? Also gut. Talana ist frei. Wäre das nicht passend? Abschaum birgt für Abschaum. Jetzt verschwinde endlich. Talana? Der hat doch seinen Mentor verloren. Wahrscheinlich hier runter, ne? Wir mal kurz umschauen. Hier sind ein Haufen Leute. Da ist ein Forst. Da könnte man gleich für. Ist die Vorratskiste? Da hinten. Nicht? Oder auch nicht. Wo habe ich die denn gerade gesehen, die Vorratskiste? Naja, ist wie es ist. Dann gibt es keinen Vorrat. Aber wir gucken mal. So. 5. Achso, der hier. Bist du Talana? Assis sagte, du bist ein Habicht, der noch kein Küken hat. Oder willst du mich auch lieber vergraulen? Schon okay, macht mir nichts aus. Mit Sicherheit. Doch du liegst falsch. Es ist nicht okay. Besonders nicht heute. Wahrscheinlich müssen wir diese Maschine, von der wir gerade gelesen haben, jagen. Aus Rache. Was war denn heute? Einer von uns starb im Kampf gegen Rotschlund. Es gibt keinen gefährlicheren Donnerkiefer. Er zermalmt Bäume, Felsen, Menschen. Das tut mir leid. Das gehört zur Jagd. Das sind doch die Brüllkäfer, oder? Wird in dieser Loge denn auch mal gejagt? Bisher wird nur geredet. Ja klar, natürlich. Du erlegst eine Maschine, dann bringst du die Trophäe zu Assis. So ist klar, dass es dein Verdienst ist. Ich habe schon zu viele Maschinen erlegt, Leute. Assis, was ist das für einer? Er ist der Sonnenhabicht. Der höchstrangige Arsch. Verzeihung, Mitglied. Er erlegte Verwüster, Pirscher, Behemoths. Und? Ich habe auch viele Maschinen erlegt. Und ich auch. Sogar 2 dieser Sturmvögel. 5. Aber er brachte die Trophäen zuerst her. So läuft das hier. Wer als erster die größte Maschine erlegt, wird Sonnenhabicht. Wie wird man ein Habicht? Wenn ein Habicht stirbt, übernimmt seine Drossel seinen Platz. Egal, was andere davon halten. Wer ist dieser Ligan, der Mann an der Tür? Ligan? Ein Habicht. Er war früher wirklich beeindruckend, doch er kämpft schon lange nicht mehr. Er hilft der Loge auf andere Weise. Nicht wie andere Habichte, die nur Trophäen horten und trinken. Ich möchte jagen, also sag mir, was muss ich tun? Brechen. Er legt 3 Sägezähne, 2 Verwüster, 1 Pirscher. Bring ihre Trophäen direkt zu Assis. Das bringt sie zum Schweigen. Wenn ich das tue, bürgst du für mich? Ich überleg's mir. Nur um Assis zu ärgern. So, würde ich sagen, das ist eine interessante Quest, würde ich sagen. Ich wünschte nur, ich so, das Sonnenreich hat sich verändert. Dann gucken wir mal, wa? So. Wir gehen jetzt einmal kurz dahin. Ich will nur mal gucken, was die Gute hier zu erzählen hat. Achso, da kannst du halt diese Rohstoffe
Was hat sie denn so? Sie auch Herzen oder nur Linsen? Ah, sie hat Herzen. Ich glaube, einen von denen brauchen wir. Und. Oh. Aha. Könnte man natürlich gucken, dass man uns das kauft, damit wir die letzte Waffe kaufen können. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, wie ich finde. Kommen wir mal zu dem. Hast du ein... Worüber wolltest du reden? Du bist fremd hier, oder? Eine Abenteurerin. Das war ich früher auch mal. Ich gebe zu, ich vermisse die betörenden Farben der Wildnis. Ich frag mich, ob du zufällig eine ganz bestimmte Blume gesehen hast. Sie ist aus Metall, wie eine Maschine. Andere Blüten wachsen in Mustern um sie herum. Diese glänzenden Schönheiten sind bei meinen Kunden sehr gefragt. Wenn du mir welche bringst, bekommst du etwas Wertvolles dafür. Mhm. Du sagtest, du warst Abenteurer. Oh ja. Die Adligen im Meridian lieben Blumen für Balkone und Gärten. Also zog ich los. Mit Bogen und Speer. Die Suche nach den wildesten Blüten machte mich weithin bekannt. Weder Bandit noch Maschine konnten mich von ihnen fernhalten. Was ist passiert? Die Liebe, Schätzchen. Meine Geliebte machte sich immer Sorgen um mich. Jetzt besorge ich mir die Blumen von ungebundenen Leuten. Ist es das wert, so eingeschränkt zu sein? Natürlich. Freiheit ist süß. Doch die Umarmung meiner Theridine ist noch süßer. Oh. Diese Metallblumen, was ist das genau? Das weiß niemand. Aber es heißt, sie sprossen vor 20 Jahren, als auch die Maschinen verrückt wurden. Vielleicht waren es die Tränen der Sonne, der vielgesichtigen Gottheit, nicht wahr? Erst voller Zorn, dann kühl und geduldig. Vielleicht beweint er unser Leid, wenn sein Zorn ihn verlässt. Ah, falschen wir um diese wunderschöne Beute. Ja, guck mal, die Kiste 2 können wir noch nicht. Aber ist ja kein Problem. Eine fehlt uns noch. Die holen wir auch noch. Was haben wir hier? Achso, das sind die. Auf Wiedersehen. Ich möchte mit dir über eine Sache. Ja, ja. Die holen wir uns später. Die letzte Kiste. Gucken wir mal. Oh. Da war ich zu schnell. Voller Anmut und so, dann haben wir noch irgendwo, musste man Tanuk-Geschichten. Wahrscheinlich bei ihr. Muss ich da hoch? Weil ich war der Meinung, es war irgendwo hier. Ja, war es auch. Oder auch nicht. Doch nicht. Oh, oh. Das hat wehgetan, aber egal. Zurück aus der Wildnis? Fertig? Huch. Sehr schön. Komm, wie hast du irgendwelche Banu? Jetzt nicht mehr, Schatz, jetzt hast du alle. So, ne, Inventar und Schatzkisten. Dann gucken wir mal. Sehr schön. Relikte gefunden, fremd. Ja, theoretisch, ich guck mal kurz bei den Spezialobjekten. Jetzt sind es nur noch die beiden Blumen, die wir haben. Also die eine Blume. Ja, was haben wir denn hier? Was ist das? Sind die Karten okay? Und das? Quest. Ach ja, das ist das Blut. Primitive Schlüssel für ein einfaches Schloss. Und Natur. Okay. Mal den einen, dann sind wir auch schon wieder auf der Höhe von der Blume, wenn wir das machen. Aber wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Ich würde sonst tatsächlich für heute, dann sonst jetzt erstmal wieder eine kleine Folge nur, aber ist glaube ich nicht so schlimm. Das sind jetzt 5 Minuten, glaube ich. Ja, nein, lass mich. Ich suche nicht nach Banuk-Artefakten. Ja, mehr habe ich nicht. Genau, also,
wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wenn ihr wollt, schaut nächstes Mal wieder rein. Ich würde mich auch freuen. Und wir gehen dann das nächste Mal auf die Jagd. Um die paar Sachen noch zu... ja, das geht ja schnell, Pirscher. Okay. Aber die anderen Sachen, ja, das ist ja schon Standard, dass wir die jagen können. Also dementsprechend, das ist jetzt keine Überraschung. Und genau, deswegen würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und gehabt euch wohl. Wir sehen uns. Bis dann. Moment. Bis dann.